Er ist für mich wirklich der beste Rapid-Stürmer im 21. Jahrhundert. Spitzname Bovidl Peppi. 25 Tore, 23 Assists in 51 Pflichtspielen. Wenn Lothar Matthäus eines hinterlassen hat beim SK Rapid, dann war es definitiv dieser Transfer. Lola inspaniert und das in Grün-Weiß. Wir servieren euch heute nämlich eine Transfer-Top-Elf von Rapid im 21. Jahrhundert. Und da war die Auswahl vor allem auf der Torhüterposition eher überschaubar. Wir haben uns dann schlussendlich aber für Jan Novota entschieden, Harald. Richtig, der SK Rapid hat grundsätzlich wenig Tormänner von außen verpflichtet in dem Jahrtausend und viele davon haben, sagen wir es einmal so, nicht unbedingt eingeschlagen. Ja, Georg Koch hatten wir schon bei unserer Flop-Elf aufgestellt. Daneben war es noch Richard Strebinger und Samuel Schein-Radlinger. Damals noch Samuel Radlinger und der Schein ist erst später dazugekommen. Die. Bitte? Die Schein. Ja, die Schein, stimmt. Und im Grunde hat sich aber Jan Novota einfach auch menschlich in den Fokus eigentlich pariert, muss man sagen. Da merkt man immer wieder, wie sehr sich Charakter und Aussehen nicht zwingend gleichen müssen, weil wenn ich dem 1,99 großen, drei Tage bärtigen, dunkel dreinschauenden Jan Novota in der Nacht auf einer unbelebten Straße treffe, hätte ich wahrscheinlich eher die Gehsteigseite gewechselt. Ja, du bist ja auch ein Schisser, Harald. Ja. Okay. Du nicht, weil ich hätte locker drüber geschaut. Aber der hat mich nicht mal gesehen. Ja. Aber nein, wie du sagst, der Jan Novota menschlich wirklich, wirklich top und da gibt es ja die ein oder andere Anekdote aus der Zeit auch. Es gibt ja auch ein Zitat vom damaligen Rapid-Trainer Goran Djuric zum Abschied von Jan Novota. Der hat damals gesagt, Jan wird uns menschlich sehr fehlen. Bei seiner Rede mussten in der Kabine viele heulen, aber sportlich ist es wohl für alle Seiten das Beste. Novota war ja im Grunde auch ein Opfer des Österreicher Topfs und wurde dann im Grunde als Nummer 1 auf die Tribüne degradiert. Sehr ungewöhnlicher Schritt, aber wie du es eh schon angedeutet hast, er war ein guter Tormann, aber jetzt kein ausgezeichneter oder überragender Tormann, weil andernfalls hätte der SK Rapid wahrscheinlich auch damals eine andere Lösung gefunden. Machen wir jedenfalls weiter mit unserer Transfer-Top-11 und vor Novota schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und starten mit einem Transfer, der vor allem monetär richtig gut funktioniert hat mit Emmanuel Albu. Das kann man so sagen. Ja. Der hat nicht viel Ablöse gekostet, wobei für österreichische Verhältnisse die 750.000, die Rapid damals im Sommer 2021 an die Admira überwiesen hat, schon eine doch recht stattliche Summe ist. Aber ein Jahr später ist er für 3,5 Millionen Euro nach Italien zu Cremonese gewechselt. Also hat sich ausgezahlt für Rapid. Es war jetzt keine überragende Rapid-Saison von Emmanuel Albu. Die war eine sehr solide Premierensaison, aber dass dann eben der Serie A-Club so zuschlägt, hätte man vielleicht gar nicht so kommen sehen. Er selbst hat seinen Transfer zu Rapid damals so begründet: Rapid ist ein Riesenverein und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hier sein darf. Für mich war es der perfekte nächste Schritt, um mich gut weiterzuentwickeln, um dann vielleicht in der Zukunft, das wird man dann eben sehen, gewappnet zu sein für größere Aufgaben. Ist Cremonese nun wirklich diese größere Aufgabe? Naja, oder ist es eher die größere Liga? Es ist die größere Liga und er spielt regelmäßig in der Serie A. Und dass es innerhalb der Serie A dann sehr schnell auch zu einem attraktiveren oder größeren Club gehen kann, ist ja kein Geheimnis. Also aus meiner Sicht hat Emmanuel Abou in jeglicher Hinsicht alles richtig gemacht. Also einerseits mit dem Zwischenstep von der Admira innerhalb der Bundesliga zu Rapid zu wechseln, dann zu einem kleineren Serie A-Club und ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht, aber ich denke und bin fast überzeugt, dass Cremonese noch nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Viel richtig hat Rapid auch in den Nullerjahren mit dem Transfer von Josef Walachowicz gemacht. Er kam Anfang 2005 und erlebte gleich mal ein wahnsinns erstes Jahr bei den Hütteldorfern. Ja, wobei man eines dazu sagen muss, das hat sich ja so nicht angedeutet. Wenn du dich erinnerst, der ist damals gekommen und hat sich dann gleich einmal beim Stadthallenturnier das Wadenbein gebrochen. Ja, und dennoch aber dann wieder rechtzeitig fit geworden. Genau, dennoch rechtzeitig fit geworden und dann sofort Stammspieler geworden und sich zu Heldentaten aufgesprungen. Ja, zunächst mal ein paar Monate später ist er Meister geworden und dann
ein Tor bzw. zwei Tore, für die er natürlich ewig in Erinnerung bleiben wird, nämlich die zwei Treffer gegen Lok Moskau in der Champions League-Qualifikation, der Elfmeter zu Hause und dann dieser Kopfballtreffer auswärts, wo man wirklich, da war Lok Moskau schon drückend überlegen, aber schlussendlich hat dieses 1:0 eben das Champions League-Ticket dann auch fixiert für Rapid. Vergessen wir diesen Elfmeter von Josef Vlachovic dann gegen die Bayern, wo man zwischenzeitlich die Chance hatte, durch einen Elfmeter den Ausgleich zu erzielen. Schlussendlich hat er den vernebelt, aber im Grunde, er hat Rapid in die Champions League geschossen. Das war damals schon eine Riesengeschichte. Später dann noch in Schwadorf und zum Abschluss seiner Karriere in Hainburg in Österreich gespielt. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Spitzname Bovidl Peppi. Seine Leibspeise, oder wie? Wahrscheinlich, weil Tscheche und so weiter und Josef Peppi. Ich habe es noch einmal verifiziert und viele Quellen auf die Rapid-Homepage haben tatsächlich immer wieder von Bovidl Peppi geschrieben. Ja, habe ich überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Ich auch nicht und kann man wahrscheinlich auch auslassen, den Spitznamen. Na passt. Weiterer Spitzname, der bei den Rapid-Fans gut bekannt ist, ist Sonny. Eine Position haben wir nämlich offen und die bekommt natürlich Mario Sonnleitner 2010 von Sturm zu Rapid. Zunächst waren sich die Fans eher unsicher, aber der Sonny spielte sich in den Jahren danach in die Herzen der Rapidler. Ja, sie waren sich unsicher, wobei man sagen muss, dass Mario Sonnleitner ja beim SK Sturm auch nie so richtig angekommen ist. Er war also, ja der Gerkaler. Eben, er war halt der Gerkaler und es waren die Sturmfans, waren ihm nie so wirklich wohlgesonnen. Haha. Guter Schenkel, glaube ich. Ja. Wahnsinn. Vielleicht wird es noch besser. Jedenfalls glaube ich, dass er dann nicht unglücklich war, dass es. Na, unglücklich, aber es hat dann schon gepasst, wenn das Rapid angeklopft hat und. Ja, über 350 Pflichtspiele ist halt der Wahnsinn. Ne? Ja, 11 Jahre bei Rapid, unfassbar, auf Platz 12 bei den Rekordspielern von den Hütteldorfern und in diesem Jahrtausend gibt es eben nur einen, der mehr Spiele in den Beinen hat, beziehungsweise in den Füßen und das ist Steffen Hoffmann. Also das unterstreicht schon auch den Stellenwert von Mario Sonnleitner, auch bei seinem Abschied. Die Danksagung von Zoki Barisic. Ich sage Mario aufrichtig danke für seinen Einsatz und seine Leistungen auf und abseits des Platzes. Er war stets europäische Weltklasse. Eine Anspielung auf dieses Interview nach dem 3:2-Sieg gegen Aston Villa, wo Mario Sonnleitner eben auch nochmal die Leistung der Fans hervorgehoben hat und er selbst das zwischenzeitliche 2:2 erzielt hat. Also da ging es auch richtig gut los von Mario Sonnleitner in seiner Ära bei Rapid, eben dann gleich ein paar Monate danach diesen Aufstieg in die Europa League Gruppenphase fixiert. Wir switchen ins Mittelfeld auf die rechte Seite und da stellt sich gar nicht die Frage, wer sich hinter dieser Deutschlandflagge verbirgt. Es ist natürlich der Hütteldorfer Fußballgott. Steffen Hoffmann, ein Leben in Grün-Weiß. Wenn Lothar Matthäus eines hinterlassen hat beim SK Rapid, dann war es definitiv dieser Transfer. Der hat aber so auch nicht unbedingt kommen sehen. 2018 gegenüber Sky gesagt, dass er, also Hoffmann, so lange bei Rapid bleibt und dass er so einschlägt, das wusste ich damals auch nicht. War damals eben zu dieser Zeit, in der Lothar Matthäus Trainer von Rapid war und da hat er eben auch seine Connections zu den Bayern spielen lassen. Schock gab es ja dann schon 2006. Es gab ja eine kurze Liaison mit 1860 München. Da hat es aber überhaupt nicht funktioniert. Halbes Jahr und dann war es schon wieder vorbei. Als ob nichts gewesen wäre. Ja. Ein halbes Jahr später das Comeback, das viel umjubelte Comeback und dann gleich bei der Premiere diese Verletzung. 3 Monate war er dann raus, also gegen Ried hat es diese Verletzung gegeben. Da habe ich mir schon gedacht, ob der jetzt nochmal zurückkommt nach diesem halben Jahr. Aber was hat der für Jahre danach noch gespielt? Im Grunde ist es grün-weiße Fußballgeschichte. Er wurde 2-mal Meister. Die Geschichte auf der internationalen Ebene gegen Rubin Kazan, wo er alles weggeflext hat, im Grunde Rekordspieler. Er ist sogar Torschützenkönig geworden. Diese legendäre Saison 2009-2010, 25 Tore, 23 Assists in 51 Pflichtspielen. Das ist schon ein Wahnsinn. Er ist der letzte Torschützenkönig von Rapid. Ein Mittelfeldspieler.
Und er ist wahrscheinlich der Rapid-Funktionär mit den meisten Funktionen in den letzten drei Jahren. Mal schauen, was da noch alles dazukommt in den nächsten Jahren. Bin ich schon gespannt. 2017 gab Steffen Hoffmann dann nach sehr langer Zeit seine Kapitänsbinde ab. Und sein Kapitänsnachfolger ist auch sein Nachfolger in dieser Ansa-Panier, nämlich Stefan Schwab. 2017 hat er also die Kapitänsbinde übernommen und das ist auch so ein richtiger Vorzeigeprofi gewesen, beziehungsweise ist es noch immer. Ja, also Führungsspieler durch und durch, das war ja schon in jungen Jahren bei der Admira, bevor er dann zum SK Rapid gewechselt ist, auch da haben sie ihn sehr, sehr schwer ersetzen können, nicht nur sportlich, sondern eben auch in seiner Funktion als Leader dieser Mannschaft. Ich war 2014 ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich zum SK Rapid gewechselt ist, weil der hat ja eigentlich immer schon mit einem Wechsel nach Italien geliebäugelt. Also Stefan Schwab, ein sehr italophiler Mensch. Er hat es dann nie geschafft, bei einem italienischen Club anzuheuern in seiner Karriere. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, aber Traditionsverein in Griechenland, seit 2020 eben bei PAOK Saloniki. Neben Schwab stellen wir einen richtigen Eisenfuß auf. Er ist Finne, es kann also nur Markus Mika Häkkinen sein. Aufgrund seiner Nationalität fast schon ein Exot in der österreichischen Bundesliga. Gab es nicht viele? Ja, wir fallen ad hoc weniger ein. Petri Pasanen. Petri Pasanen. Und ansonsten, ja, wen hat es gegeben beim GRK? Uzumeki. Uzumeki. Ja. Das war auch Anfang der Nullerjahre. Aber mit Abstand natürlich die meisten Spiele eines finnischen Fußballers in der österreichischen Bundesliga, die hat Markus Häkkinen gesammelt. Auch der top erste Saison gehabt bei den Grün-Weißen. 2007-2008 war grundsätzlich nicht die unerfolgreichste Saison des SK Rapid, oder? Ja, gleich mal Meister geworden unter Peter Packholt und das war so wirklich ein Prototyp eines defensiven Mittelfeldspielers zu jener Zeit. Fußballerisch schon Defizite, aber das machte der mit Kampfwett. Also das war so, wie gesagt, wirklich ein richtiger Eisenfuß, der keinem Zweikampf scheute und da musste man schon als Gegenspieler ein bisschen Angst haben, wenn der, glaube ich, auf einen zukam. Ja, ich meine vor allem, diese Kampfkraft hat er ja in seiner Vita stehen, oder? Mit Portsmouth, Aberdeen und Luton, da hat man ja gewusst, was man kriegt. Ja. Ich glaube, Stefan Mayhofer hat mir mal erzählt, dass im Zuge dieser Titelfeiern dann 2008 Markus Häkkinen noch sehr klassisch finnisch den einen oder anderen Wodka ganz gut vertragen hat. Ja, das ist sicherlich ein Feierbiss. Das kann ich mir auch vorstellen. Markus Häkkinen war dann vielleicht eine Saison zu lange bei Rapid. Das letzte Jahr war dann nicht mehr so legendär, aber trotzdem war eben auch Teil dieser Meistermannschaft und daher ein Fixstarter in dieser Transfer-Top-11. Im Gegensatz zu Häkkinen war unser nächster Kicker doch etwas kreativer am Platz. Branko Boskovic kam 2007 nach Wien und Rapid fand da, finde ich, das letzte spielerische Puzzleteil, um auch wirklich Meister zu werden. Ja, Riesenkicker und hat sich vor allem im Mittelfeld mit Steffen Hofmann perfekt ergänzt. Ja, und wenn man sich dessen Vita auch davor anschaut, war das ja nicht alltäglich, dass so einer zum SK Rapid wechselt. Also der war bei Roter Stern Belgrad, wo er übrigens mit Milenko Zimovic gemeinsam gespielt hat. Und ist dann 2003 für 6 Millionen Euro von PSG gekauft worden. Gott, das war knapp nicht das PSG, das es heute ist, aber ein bisschen anders, ja. Aber all dabei. Aber irgendwas hat dann nicht ganz hingekaut, deswegen ist er dann zurück nach Hause zu Rad Belgrad und da hat er halt dann Rapid zugeschlagen und gut gescoutet, sage ich mal. 2010 dann in die Staaten gewechselt zu DC United, 3 Jahre später dann nochmal das Comeback bei Rapid. Das war dann nicht mehr so die ganz große magische Zeit, wie es damals war, aber trotzdem bleibt eben auch in guter Erinnerung Branko Boskovic. Wir verlassen das Mittelfeld und wechseln zum Offensivtrio und so viel vorweg. Die drei Stürmer spülten Rapid insgesamt über 15 Millionen Euro in die Kassen. Zunächst muss aber mal eingekauft werden. 2014 Robert Beric kam für 750.000 Euro von Sturm nach Wien und funktioniert von Tag 1 weg. Ja, da hat man ja schon
gewusst, dass man einen holt, der weiß, wo das Tor steht. Also der da in der Saison davor bei Sturm mit 10 Toren und 10 Assists durchaus gute Leistungen hingelegt. Wenngleich er, wenn ich mich recht erinnere, beim SK Sturm jetzt nicht so überragend gut angekommen ist. Ja, dann wechselt er zu Rapid und macht in der ersten Saison halt 27 Saisontore. Ja, und insgesamt in 49 Pflichtspielen 33 Tore. Das ist schon ein Wahnsinn. Der hat im Grunde auch nur ein Jahr bei Rapid gespielt. Wie gesagt, 750.000 2014 investiert und dann ein Jahr später 7,5 Millionen dafür bekommen. Das hat nämlich Saint-Étienne damals auf den Tisch gelegt, um die Dienste von Robert Berić sich zu sichern. Also einfach mal die Ablösesumme verzehnfacht. Und er ist damit allerdings nur Zweiter bei den Rekordabgängen von Rapid. Platz 1 ist nämlich Max Weber. Nach wie vor auch dessen Ablöse 7,5, aber da gab es eben eine 10%ige Weiterverkaufsbeteiligung von Rapid. War also mit 27 Toren, das sei aber auch mal erwähnt, nicht Torschützenkönig in dieser Bundesliga-Saison. Damals Jonathan Soriano mit 31 und damit der letzte Rapid-Stürmer-Torschützenkönig, also vor Steffen Hoffmann, ist nach wie vor René Wagner aus der Saison 1996-97. So, weiter geht's. Bei den Stürmern hatten wir wirklich eine extrem große Auswahl. Stefan Meyerhofer mit Jakob Janczak, Ex-Equator-Torschützenkönig. Ja, aber das ist ja kein Rapid-Stürmer. Der ist Salzburg. Ist also er, stimmt, ist er, da genau. Beide bei. Und ja, wenn du dich vielleicht noch erinnern kannst an das Interview von Stefan Meyerhofer mit Rainer Pariasek. Topscorer, ja. Okay. So, wir hatten bei den Stürmern wirklich eine unfassbar große Auswahl. Da war natürlich auch Ercan Kara einer der jüngsten Transfers, der aufgegangen ist. Taxi Fontas, Terence Boyd, Stefan Meyerhofer, das sind gerade auch angesprochen. Hätte man im Grunde alle rein reklamieren können. Auch viele User haben das gemacht auf YouTube, Twitter, Facebook und Instagram. Danke für die ganzen Inputs, aber er darf einfach nicht fehlen. Auch der ist oft erwähnt worden, Jimmy Hoffa. Im Grunde ist der Stefan Meyerhofer ja eh so ein bisschen mit inkludiert. Das stimmt ja. Einfach Jimmy Hoffa war, kann man es überhaupt als Schnäppchen bezeichnen, war ja fast geschenkt quasi. 60.000 Euro hat man überwiesen. Was der damals von der Admira gekommen ist. Hat ein bisschen gebraucht bei Rapid. Mhm. Aber ist auch ein sehr junger Spieler damals. Ist ein junger Spieler gekommen, du sagst es. Und ja, dann die Saison 2008-09 vor allem war ja dann unglaublich überragend. Ja, generell, also ich meine, es sind so viele Geschichten von Jimmy Hoffa schon erzählt worden. Einerseits sein Spitzname, woher das kommt, seine Liebe zu Rapid, das ganz große Hobby Angeln von Jimmy Hoffa, seine ganz große Familie, wo es ja auch immer Specials gegeben hat und dann eben auch noch diese sportliche Ehe da vorne bei Rapid mit Stefan Meyerhofer, die dann schlussendlich 2008, 2009 zu dieser unfassbaren Saison geführt hat, in der Jimmy Hoffa 27 Tore erzielt hat und Stefan Meyerhofer 23, also der 50-Tore-Sturm. Aber auch hier gab es eben wieder einen, der mehr Treffer gemacht hat, nämlich Marc Janko mit 39. Unfassbare Saison. Das war, finde ich, auch eine der spektakulärsten Bundesliga-Spielzeiten ever, die ich wirklich miterlebt habe. Das ist richtig. Ja, Jimmy Hoffa, vor allem, wie du sagst, der mit Stefan Meyerhofer halt perfekt ergänzt, nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch auf dem Platz. Und ja, wenn Jimmy Hoffa den Turbo gezündet hat, dann sind nur wenige Verteidiger in der österreichischen Bundesliga nachgekommen. Und gerade in dieser Saison hat er halt wirklich auch war er eiskalt vor dem Tor. Und ja, kommt nicht alle Tage vor, dass Napoli in der österreichischen Bundesliga zuschlägt. 5 Millionen Euro hat man dann nochmal kassiert. Ich bleibe dabei, es war der falsche Schritt. Ich glaube, deutsche Bundesliga wäre damals besser gewesen für Jimmy Hoffa. Da war ja dann auch lange Zeit. Ich würde Jimmy Hoffa auch nicht so als One- oder Two-Season-Wonder bezeichnen. Er war eben ein wirklich sehr spezieller Stürmertyp, der im Grunde auch einen Partner an seiner Seite gebraucht hat. Und zu jener Zeit ist eben fokussiert auch dieses 4-2-3-1-System forciert worden. Und das war ein System, in dem konnte Jimmy Hoffa auch nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Naja, stimmt. Vielleicht einfach zur falschen Zeit auf der Fußballwelt. Ja,
Aber egal, einer, der zur richtigen Zeit, in einer richtigen Zeit des der Fußballsysteme gelebt hat, ist unser nächster Spieler. Last but not least, egal wie viele Tore Beric Hoffer oder Meyerhofer geschossen haben, er ist für mich wirklich der beste Rapid-Stürmer im 21. Jahrhundert. Nikica Jelavic, der konnte gefühlt einfach wirklich alles. Der war die fliegende Festung, war stark mit dem Rücken zum Tor, stark in der Luft und wie gesagt, dieses 4-2-3-1-System, das war dem Kroaten förmlich auf den Leib geschneidert. Ja, also sehr kompletter Stürmer, glaube ich, kann man fast sagen, auch wenn er beim Meska Rapid ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat, aber das hat halt einfach daran gelegen, dass es da mit Hoffer-Meyerhofer ein sehr gut funktionierendes Sturmduo gegeben hat. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er angekommen ist, hat er gescored, das kann man wohl so sagen. Und kurioserweise ja eigentlich fast idente Bilanz zu Jimmy Hoffer. Beide 95 Pflichtspiele für Rapid. Jimmy Hoffer 44 Tore, Nikica Jelavic 43 Tore. Ja, und er funktioniert eben als Solospitze besser. 29 Pflichtspieltore in der Saison 2009, 2010. Legendär natürlich auch sein Auftritt damals gegen Aston Villa. Dieser Treffer zum 1:0, glaube ich, nach 16, 17 Sekunden. Dieser Roar damals auch im Hanapi-Stadion. Auch das bleibt vielen Rapid-Fans natürlich in Erinnerung. Aber diese ganze Ära von Nikica Jelavic hat natürlich ein ganz deppertes Ende, wenn man ehrlich ist. Er zwang 2010 nämlich seinen Wechsel zu den Glasgow Rangers kurz vor dem erneuten Aufeinandertreffen in der Europa League-Qualifikation gegen Aston Villa. Hat er gesagt, du, ich will jetzt ja nicht mehr, ich will jetzt wechseln. Und das war wirklich ein paar Stunden vor dem Ankick. Hat er gesagt, er will nicht mehr für Rapid spielen. Ja, nicht die feine englische Art. Er hat im Grunde Osman Dembele und Co. so ein bisschen den Weg vorgelebt. Ja, kommt ja inzwischen öfter vor, wäre mal ein ganz eigenes Thema, das durchzudiskutieren. Aber aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht, weil der hat halt bei den Rangers dann auch zwei Saisonen lang sehr, sehr gut genetzt. Das war Wahnsinn. 30 Tore in der schottischen Premier League in zwei Saisonen. Er hat dann gleich auch das Double mit den Rangers geholt und dann ist es gleich weitergegangen auf die Insel zur Premier League, zu Everton. Auch da gute Anfangsphase erwischt. Dann hat es aber ein bisschen gehapert. Schlussendlich aber trotzdem hat er 30 Millionen Euro an Transfererlöse in seiner Karriere gemacht. Die letzten Jahre waren dann sicherlich auch finanziell für ihn sehr gut, nämlich in China hat er nochmal gescheit abgecasht und mittlerweile seine Karriere beendet. Sein damaliger Ersatz wurde, glaube ich, ein paar Tage später präsentiert von Rapid. Es war dieser internationale Transfer-Coup, den damals Alfred Hörtnagel auch, den er so bezeichnet hat, nämlich Jan Venegor auf Hesselink. Den findet ihr in unserer Flop-Elf und die Geschichte dazu. Das ist sie aber! Unsere Rapid Transfer Top 11. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf YouTube oder auf unserer Website. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Lola 1 paniert.